Hallo, ihr Lieben. So, was für ein Scheißwetter. Ich kann nicht mehr. Ja, heute Morgen kam ich aus der Dusche und dachte, ich ziehe dieses wundervolle Teil an. Ich nenne ihn Kuschel. Ich nenne es Kuschel. Es ist ein Strampelanzug für Erwachsene. Man kann ihn natürlich auch, ihr wisst ja, wir machen Maßanfertigungen in jeglicher Größe anfertigen, für Kinder oder für Erwachsene. Und ja, damit ihr euch auch so ein tolles Exemplar machen könnt, werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr das machen könnt. Auf Option mit Kapuze. Ich sage aber schon mal an, hier in dem Kurs machen wir jetzt gleich einen für Kinder, weil die sind ein bisschen weiter und länger geschnitten. Ich mache mal kurz hier auf meinen... und dieses hier ist zum Beispiel das Exemplar von meinem Freund. Und ihr seht, da werden wir in dem Kurs wahrscheinlich ein bisschen Probleme bekommen mit den ganzen Zuschnitten und sowas, dass ich euch das vernünftig zeigen kann. So. Ja, also wir machen eins für Kinder. Und das machen wir auch ohne Kapuze. Wenn ihr eine Kapuze dran machen wollt, so wie bei mir hier, dann holt euch den Aufbaukurs Kapuze. Da lernt ihr, was für Kapuzen ihr machen könnt. Und unsere Premiere war aber ein Campingausflug. Das war super. Wir hatten sehr viel Spaß. Das war sehr gut. Ich werde mal gucken, man kann bestimmt auch coole Sachen machen mit Kapuze, mit so Eselsohren dran oder so. Oh. Oder ich habe auch zum Beispiel eine... mit so einem Entenschnabel hier vorne und so Augen. Ja, da kann man viele lustige Sachen mitmachen. Und für die Kinder ist das natürlich auch ganz cool und ganz kuschelig. Und die können damit super rumtoben, weil der Rücken natürlich nie frei ist. Ist an einem Stück. Und ja, wer möchte, kann unten im Beinbereich, also hier zwischen den Beinen, ja einfach nochmal Knöpfe oder was reinmachen. Diese Druckknöpfe oder irgendwas. Dann klappt es auch mit dem Windelwechseln ganz einfach. So, was ihr braucht, ist ein Stoff. Kuschelig oder nicht kuschelig, bleibt euch überlassen. Ich habe für diese hier Wellness Fleece genommen. Achtung, Fusselalarm. Also wenn ihr das machen wollt, dann rettet vorher alles, was nicht befusselt werden soll. Das ist wirklich beim Zuschneiden super fusselig. Und ansonsten gibt es hier einfach so einen normalen Polarfleece. Der ist... Anti-Pilling ausgerüstet, das bedeutet, der macht keine Klümpchen, wenn man den ein paar Mal wäscht, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen schade. Und dann braucht ihr noch einen Reißverschluss. So, oder der hier von mir, der ist ein bisschen gröber, könnt ihr euch ja überlegen, was ihr schön würdet. Könnt natürlich auch Knöpfe machen, wie ihr wollt. Reißverschluss ist aber wahrscheinlich ein bisschen praktischer. Der kann, sollte unten zu sein. Und der sollte in etwa so lang sein, dass der also mindestens bis zum Bauchnabel geht. So, kann natürlich auch länger sein, je nachdem, wie ihr möchtet. Ja, dieser Schnitt ist ja schön weich, der ist schön weich und fluffig und ja, so ist es natürlich am bequemsten und man kann sich einfach so hinlümmeln. Es ist, als ob man einfach in einer Decke den ganzen Tag rumläuft und das ist bei diesem Wetter wunderschön. Es ist sehr schön. Es ist zwar komisch, wenn der Postbote klingelt und man geht so an die Tür, aber... Da stehen wir drüber. Leute, da müssen wir drüber stehen. So, mein Mann hat auch so einen. Also, diesen hier. Ich zeige euch, das Video ist ja auch wahrscheinlich hier mit im Kurs. Ich werde das Video hier hinzufügen. Mit diesen hübschen rosa Elefanten. Ich finde es sehr schön. Oh, das ist so süß. Ja, okay. Ich würde sagen, schnappt euch eure Sachen. Maßband braucht ihr einmal. Dann das zu vermessende Objekt, entweder euch oder jemanden anders. Da kann man allerdings auch nicht so viel falsch machen. Es ist eine Maßanfertigung, so dass es euch natürlich passt, aber da das sehr weit und sehr lang geschnitten ist und sowas, da, ich glaube, das ist auch ein gutes Anfängerprojekt. Ein gutes, cooles Anfängerprojekt. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich hier an der Schneideplatte und ich zeige euch, wie das geht. Bis gleich.